Bergkapelle Rosenthal und Zanktal. Am 4. Dezember gedenken die Bergleute an ihrer Schutzheiligen, heilige Barbara. Mit Bieranstich im Stadtcafé Pötscher. Diese Bilder geben einen Einblick von der Arbeit der Bergleute in der Grube. Bei der Barbara-Feier darf das Barbara-Bier und die traditionellen Barbara-Würsteln nicht fehlen. Stadtcafé Pötscher mit Gasgarten. Fußgängerzone mit Gerinne in Köflach. Der Hauptplatz mit dem schön geschmückten Christbaum. Ich bin jetzt einmal recht herzlich bei der Musikkapelle Rosenthal. Bergkapelle recht herzlich bedanken. Natürlich großer Dank an den Herrn Bergsteiner, der mich das groß unterstützt hat und eigentlich für das mitverantwortlich ist. Wir haben heute das Bier, das erste Mal im Bezirk, was wir heute ausschenken, das Barbara-Bier, passt genau zum Barbara-Tag heute am 4. Die heilige Barbara. Das Bier kommt aus Leon Grös. Nähere Erläuterungen wird wahrscheinlich, wenn es möglich ist, der Herr Bierverwalter machen. Herr Jakob, könntest du da ein paar Worte sagen über das Bier? Ja, jetzt von mir scheint das mal im Bodensatz, wie der Peter schon gesagt hat, eine Besonderheit, nicht nur im Bezirk Holzberg, sondern eigentlich als auserwähltes Gasthaus da im Süden, sage ich jetzt einmal von der Steiermark. Im Normalfall kriegen das Bier nur Gasthäuser in der Umgebung von Gölz, von der Brauerei ab. Und da haben sie eine kleine Ausnahme gemacht und freut mich persönlich selber, dass wir das so rund nachher kosten dürfen. Zum Bier selber, gebraut wird seit 2002 in Gölzum und von, ja, ihr werdet es dann sehen, ihr werdet es dann kosten. Es hat ein bisschen einen malzigeren Geschmack, ist ein bisschen dunkler, weil es ein bisschen mehr geröstet wird und vom Volumensprozent ist es ein bisschen stärker, das passt genau zur kalten Zeit. Diese frisch war die letzten paar Tage, dass er ein bisschen mehr wärmt. Ja, lasst es euch schmecken und Prost. Ja, der Herr Bürgermeister wird jetzt mit dem Herrn Bernsteiner drin. Wir haben leider kein Anschlagfassel, so eine Trappe. Wir müssen das jetzt mit der Pippen eigentlich so runterlassen. Wir werden das jetzt in Betrieb nehmen und euch sofort versorgen. Ich möchte auch dazu sagen, dass die Raiffeisenbank Lipizzaner Heimat sich bereit erklärt hat, ein Fass Bier auch zu spenden. Der Apfelthaler ist da, möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Die Würstel hat der Herr Bernsteiner gesponsert, muss ich auch dazu sagen, das Bier kommt von mir. Frankfurt, alles was da dazu kommt, kommt auch von mir. Und jetzt wünsche ich eigentlich alle nur gute Unterhaltung. Und der Herr Pfarrer ist auch hier, hätte ich bald vergessen, entschuldige viel Grüße. Der wird die Segnung machen von dem Bier heute. Ich möchte jetzt bitten, dass wir das drinnen machen. Ja. Bitte. Danke.
Ein Freund der unglücklichen Frau, die kommt Amen. Er hat ihnen die frohe Botschaft verkündet, sie aufgerichtet und gestärkt. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, du sendest uns den Heiligen Geist, der uns zu Taten der Liebe und des Friedens treibt. Wir loben dich, wir preisen dich. Allmächtiger und gütiger Gott, auf die Fürsprache der seligen und heiligen Barbara, segne dieses Bier, das wir heute zu Ehren dieser Heiligen trinken. Segne diesen Betrieb. Segne alle Menschen, die hier wirken und arbeiten und sich für das Wohl ihrer Gäste einsetzen. Dass sie Frieden und Freude hier an diesem Ort erfahren und ihr Tun gesegnet wissen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, segne Flott. Die Junior-Chefin und den Chef. Da braucht er ja auch nicht was sagen. So vom Herrn halt. So bitte. Sind zwei Bibeln frei. Ja, ja. So, ja. Du sagst du. Was? Geht? Da lassen wir da mal einer. Da und du musst dazu holen. Diplom-Ingenieur Franz Borstner, Knappschaftsvereins Obmann Birnhuber.
wunderbare Beleuchtung in der Innenstadt. Eine gelungene Barbara-Veranstaltung. Danke an den Gastwirt Peter Böttcher, Finanzstadtrat Hans Bernsteiner, Herrn Bürgermeister Helmut Linhardt sowie dem Obmann von Knappschaftsverein Volzberg-Höflacher Revier, Hans Birnhuber.